Sind Sie gerade in Kurzarbeit und befürchten vielleicht sogar eine Kündigung Ihres Arbeitsverhältnisses während oder kurz nach Ablauf der Kurzarbeit? Da wollen wir mal schauen, ob das überhaupt möglich ist und wenn ja, was der Arbeitgeber hier argumentieren müsste. Grundsätzlich besteht ja in Betrieben, in denen mehr als 10 Mitarbeiter tätig sind, ein allgemeiner Kündigungsschutz. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber einen von 3 vom Gesetzgeber anerkannten Gründe bedarf, um überhaupt eine Kündigung auszusprechen. Hier wäre es dann die sogenannte betriebsbedingte Kündigung. Dafür müssen aber dringende betriebliche Erfordernisse vorliegen, die dazu führen, dass Ihre Arbeitskraft auf unabsehbare Zeit nicht mehr benötigt wird. Und genau an diesem Punkt kommt der Arbeitgeber im Falle einer betriebsbedingten Kündigung in Argumentationsschwierigkeiten, wenn Sie nämlich unmittelbar vorher in der Kurzarbeit waren. Denn Voraussetzung dafür, dass Sie überhaupt im Rahmen der Kurzarbeit vom Arbeitsamt finanziert werden, ist, dass der Arbeitgeber den Arbeitsausfall für einen vorübergehenden hält. Dass er beispielsweise sagt, aufgrund der Pandemie sind Aufträge bei mir weggebrochen. Ich gehe aber davon aus, dass sich die geschäftliche Lage relativ schnell nach dem Ende der Pandemie wieder erholt. Und deshalb ist der Ausfall der Arbeit nur ein vorübergehender und der Arbeitgeber kann Kurzarbeitergeld beantragen. Natürlich kann es sein, dass dann in der Folge tatsächlich aus diesem zunächst vorübergehenden Arbeitsausfall auch ein dauerhafter wird, wenn es das Unternehmen einfach nicht schafft, die Krise zu meistern. Aber es gibt durchaus auch viele Fälle derzeit in der Praxis, wo aus der Kurzarbeit heraus gekündigt wird. Nicht unbedingt vor dem Hintergrund, dass tatsächlich dauerhaft die Arbeit entfallen ist, sondern weil man vielleicht den Betrieb restrukturieren möchte, sich einiger Kollegen entledigen möchte, die sowieso schon etwas länger auf der Abschlussliste stehen. Und in den Fällen wird es der Arbeitgeber regelmäßig schwer haben. Nochmal auf den Punkt, warum wird der Arbeitgeber es jetzt hier im Zweifel schwer haben? Nun ja, er wird vor Gericht argumentieren müssen, dass der Bedarf an Ihrer Arbeitskraft jetzt eben dauerhaft entfallen ist, obwohl er doch gerade eben noch dem Arbeitsamt erklärt hat, dass der Bedarf an Ihrer Arbeitskraft nur vorübergehend entfallen ist. Und das ist natürlich eine schwierige Situation für den Arbeitgeber. Diesen argumentativen Berg muss er erstmal nehmen. Das eröffnet natürlich Möglichkeiten, nicht zuletzt für die Verhandlung von attraktiven Abfindungen oder möglicherweise lässt sich auf diesem Wege auch das Arbeitsverhältnis noch retten.